Ich bin Nichtraucher und Rauchen ist ungesund. Aber Olga braucht es in diesem Video. Deswegen Finger weg von Zigaretten. So Leute, willkommen zu Olgas Kochsimulator. Und heute gibt es Soljanka. Heute machen wir etwas Russisches. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich als nächstes kochen soll. Ich werde nämlich künftig die Rezepte, die ihr euch wünscht, nachkochen und werde euer Kommentar einblenden. Bitte Rezepte, die wir noch nicht hatten. Und jetzt muss ich mich in meine Rolle finden. Denn es gibt Soljanka und mit Soljanka verbinde ich sehr schlechte Erfahrungen, denn ich habe damals von einer Soljanka gekotzt. Na, Srovje, blärt. So, Leute, heute wird gekocht. Ah, es ist eklig. Wir brauchen Rinderbrühe. Haben Sie das? Haben die Rinderbrühe? Rinderbrühe, Rinderbrühe, Rinderbrühe? Ich brauche Rinderbrühe. Ich kann nicht kochen, wenn die hier die Scheiße nicht haben. Okay, wir machen Soljanka mit was anderem. Lass mich mal nachgucken. Ich kann nicht lesen. Wir brauchen Speck. Okay, jetzt gucke ich erstmal. Ich brauche auf jeden Fall erstmal einen kleinen Topf. Großer, wir wollen viel essen. Die Knus müssen fett werden. Es gibt hier alles. Wieso gibt es hier keine Rinderbrühe? Kreuzkümmelpulver. Wir pretenden, das wäre jetzt Brühe. Jetzt haben wir wieder Wasser. Wir brauchen Wasser. Stell das hin. So, stell das hin. Ja. Nein, stell. So. Nein, immer die gleiche Scheiße, Mann. Auch komm, das gibt's doch nicht. Das ist jedes Mal die gleiche Kacke. Ich will doch nur... Wie kann ich das hinstellen? Rechter Griff. Oh, so, okay. Das wusste Tamara. Mein Name ist Olga. So, okay. Ja, 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 ja. Okay, so. Dann kommt unsere Rinderbrühe rein. Schmeckt trotzdem gut. Immer rein damit. Genau so wollen wir das. Ja, mehr Gramm, ja. Wir wollen ein bisschen fett werden. Wo ist meine Zigarette? Ich brauche neue. Wunderbar. Das muss gut schmecken. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Dabei, dabei. Machen wir an. Dann brauchen wir Speck. Speck ist das Einfachste, was es überhaupt geben kann, verdammt. Speck? Schweinekotelett? Lass euch jetzt Speck draus machen. Okay, Olga beschwert sich nicht. Machen wir Speck. Mehr Speck. Ich will kleine Würfel haben. Jetzt rede ich langsam Italienisch. Scheiße, warum kann ich das nicht sehr klein zerhäckseln? Das ist alles immer nicht so, wie ich es möchte. Wir brauchen noch Zwiebeln. So, ja, schön klein schacken. Ja, ja, ja. Was brauche ich noch? Paprikamark. Als ob die sowas haben, ey. Habt ihr Paprikamark? Bestimmt habt ihr Paprikamark. Wir nehmen Ketchup. Ich habe eine neue Zigarette. Ich muss noch mehr rauchen. So, dann nehmen wir schön rein damit hier. In das, ja, schön. Na, so, schön Tomatenmark hier rein. Ja, sehr schön. Das erinnert mich daran, dass ich meinen Ehemann umgebracht habe. Wunderbar. Oh, shit. Eingelegte Gurken. Wir nehmen frische Gurken. Dann noch ein bisschen die Gurke halbieren. Das wird eine gute Soljanka. Ja, Leute. Okay. Okay. Was brauchen wir noch? Eine Karotte. Ja, klar. So. Ja, 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 ja. Wo hat es die Karotten? Karotten. Es hat hier Meerrettich und keine Karotten? Bin ich blind? Karotten? Karotten? Karotten, Rotten, Rotten. Karotten, Rotten, 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 Rotten. Ein bisschen Karotine, damit die Haut schön orange wird, ist immer gut. So, Leute, ich brauche neue Zigaretten. Ich nehme mir am besten gleich mal 5 Stück, weil die mir immer aus der Gosche fallen. So. Wer behauptet, ich habe ein Alkohol- oder ein Rauchproblem, der hat keine Ahnung. Und ich rede schon wieder Spanisch. Das ist so eklig. So, wunderbar. Ist immer schön die Karotte klein machen. Und noch einen Schluck Wodka, damit ich besser arbeiten kann. Ah, ja, Leute. So läuft das Geschäft. Okay, weiter mit Soljanka. Was brauchen wir? Wir brauchen Sauerkraut. Wer macht denn schon Sauerkraut? Ich wette mit euch, die haben kein Sauerkraut. Natürlich haben sie kein Sauerkraut. Wir nehmen jetzt noch eine Salami. Wir brauchen Salami. Wir brauchen ganz viel Wurst da drin. Habt ihr keine Salami, ihr Affen? Nehmen wir halt irgendeine random Salami. Hier, das ist Salami. Was ist das ekliges Kleine? Das sieht aus wie eine Zunge. Da ist Speck. Oh, ich habe Speck gefunden. Oh! Ganz viel Speck muss da drauf. Specki, Specki. Specki, Specki, Specki. Ja, wie er es drauf feuert. Ich brauche noch ein paar Zigaretten. Ich bin immer noch nicht davon weg. Ich rauche in 10 Minuten eine Schachtel. Geschwister, wir brauchen jetzt, ja. Ich kann Speck nicht schneiden. Eine Paprika geht noch, Leute. Paprika, Paprika, sagt bloß, ihr habt keine Paprika. Ah, hier. Oh, die Paprika hat nicht mal irgendwelche Kerne. Die ist genauso inhaltslos wie viele Menschen, die ich kenne. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr reinmachen. Was fehlt denn noch? Oh, Tuka sagt, wir brauchen noch Schinken. Schinken? Schinken? Steak? Scheiß drauf. Oh, warte mal. Warte mal. Was ist das hier? Rinderfilet. Wir brauchen noch eine fette Rinderfilet. Das muss so schmecken wie damals, als ich gekotzt habe, deswegen. Die damals, die mir das gemacht hat, hieß übrigens Tamara. Da musste ich auch kotzen. Die hat gesagt, was ist los? Was ist los? Warum musst du kotzen? Ich so, ja, die Soljanka war nicht gut. Warum du kotzen musst? Genau. Und ich glaube, ich wusste, warum ich kotzen musste, weil die das bestimmt auch auf dem Boden aufgehoben hat und einfach wieder drauf gelegt hat.
Oh, wunderbar. Wodka draufschmeißen hier. Ich brauche gleich noch ein bisschen Wodka für mich. Und ja, wunderbar. Schmeiß das da drauf. Als nächstes, Leute, eine Knoblauchzehe. Okay, wir brauchen Knoblauch. Wo ist Knoblauch? Da ist Knoblauch. Ist das genannt? Das Pilz. Knoblauch. Eine Knoblauchzehe in den Topf. Flupp. Wunderbar. Und da möchte ich schon wieder ein bisschen Wodka zu mir nehmen. Und meine letzten Zigaretten heute, Leute. Oh Gott. Okay, jetzt machen wir alles in den Topf. Tschüss. Ah, nein! Nein! Die ganze mit Liebe gemacht. So Janka ist auf dem Boden. Eigentlich müsste ich mal alle Rezepte, die ich so koche, genauso nachkochen und essen, Leute. Wenn ihr das wollt, dann möchte ich auf das Video mindestens 8000 Daumen. Denn das wird nie passieren. Aufdrehen. So, wunderbar, Soljanka kann jetzt ziehen. Und wie geht's weiter? Wir brauchen noch eine Jalapeno, damit es schön scharf ist. Rein damit. Wunderbar. Rein damit. Schön scharf. Genau. Damit auch, wenn man kotzt, zweimal brennt. Noch ein bisschen Wodka. Haben wir hier Wodka? Wir brauchen Alkohol, Leute. Kein Wodka? Wodka haben wir, keine Wodka. Nehmen wir ein bisschen Rotwein. Noch ein bisschen Rotwein. Ja, schön. Damit auch die ganzen Kinder das zu sich nehmen können. Nein, Mann, verdammt. Noch ein bisschen weiter hin, Mann. Es geht alles daneben, der kostbare Wein. So, jetzt. Immer schön Wodka rein. Wodka, Wodka, Wodka. Sehr schön. Haben wir auch Zigaretten hier zufällig, die ich in die Soljanka schmeißen kann? Der Eimer brauchen wir auf jeden Fall, weil wir bestimmt später nochmal spucken werden, nachdem die Soljanka genossen worden ist. Wofür brauche ich einen Schwamm? Kann ich damit putzen? Warte mal. Ah, ich kann reinigen. Süß. Oh nein, mein Kochtopf. Ich kann reinigen. Mann, weg damit. Nein, weil die kostbare Fleisch ist zu heiß. Ich brauche Zange. Hier die Zange. Schnell, Mann. Schnell das Fleisch. Fleischi, komm hier. Nein, Fleischi, komm hier. Fleischi. Nein, Fleischi. 10-Sekunden-Regel. Fleischi, er kann es nicht halten. Nein, ich kann Fleischi nicht mehr. So, kannst du das bitte mal... Mann! Ablegen. Oh, ich will doch nur die Soljanka servieren. Hat sie nicht irgendwo eine kleine... Hier, eine kleine Schale für Soljanka. So, ich mache jetzt euch wenigstens mal eine Teller fertig. Nehmt den Topf. So. Konzentration. Der wichtigste Part überhaupt. Die Soljanka wird rübergeschüttet. Nein! Scheiße. Scheiße. Ja, 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 ja. Fleisch dran. Nein, das Fleisch... Mann, ich kann das Fleisch nicht reinmachen, weil es zu heiß ist. Nimm doch das Fleisch. Nein, Mann, nimm's doch. Nimm doch das Fleisch. Oh, ey, ich werd weg. Das ist nur Tomatensuppe mit Wasser jetzt, Mann. Jetzt reicht's mir, Leute. Was passiert, wenn ich es in der Hand behalte? Sterbe ich dann? Ich lebe. Warte mal nochmal. Hier, bitteschön. Jetzt schmeckt's am besten. 1, 2, 3, 4. Ja, ich würde sagen, das war meine Soljanka. Ich müsste echt mal die Rezepte nachkochen, die ich hier in den Cooking Simulator mache und dann essen. Auf jeden Fall, Leute, schreibt das Rezept, was ihr wollt, in die Kommentare und zu welchem Anlass ich das machen soll, in welcher Nationalität und wie ihr es gerne angereicht haben wollt, das heißt, wie ihr es gerne serviert hättet, ob ihr vielleicht noch gern eine Erdbeere oben drauf hättet, einen Nachtisch. Schreibt sie in die Kommentare, ich werde für einen von euch kochen. Und dann würde ich sagen, Ade mit E war... Eklige Zigaretten, aber schee. Raucht nicht. Das ist scheiße. Ich mach's auch nicht. Ich brauche das nur für das Video. Ekelhaft.